Hallo und schönen guten Tag zu Abgebaut. Puh, was ein Video. Über 200 Klicks. Eieieiei. War mal wieder ein gut geklicktes Video, Let's Break. Sehr gut. Freut mich für euch, dass ihr mal wieder Klickzahlen habt. Das freut mich doch schön. Glückwunsch. Wo fange ich an, wo höre ich auf? Öffentlich austragen ist eigentlich nicht so jetzt hat gewollt, Anführungszeichen. Von Anfang an habe ich gesagt, nee, das werde ich nicht an die Öffentlichkeit tragen, das werde ich nicht machen. Aber da ich den ersten Stein hier nicht geworfen habe, werde ich natürlich was dazu sagen, klar. Nicht zum Verteidigen, das ist gar nicht so. Ja, ich trinke immer noch aus der Tasse, weil ich bin immer noch stolz drauf hier. Weil mein Logo drauf ist oder sonst was, sondern es war das erste Merchandising, eine geile Idee hinten dran, muss man sagen. Für euch zu besserer Aufklären, wie ist was entstanden aus meiner Sicht? Das muss man jetzt, ich erkläre euch jetzt meine Sicht, ich erkläre euch, wie was entstanden ist. Ich habe nahegelegt, kommt, manche Sachen soll ich zuerst sagen, das soll ich zuerst sagen. Könnte ich machen, aber ich werde am Schluss zu allem was sagen. Warum, weshalb, wie, was passiert ist. Und ich werde auch hier jetzt gleich die Kommentare mal lesen und drauf eingehen, machen und tun. Bei manchen habe ich was drunter geschrieben, vielleicht kann man manche falsch verstehen. Aber es ist nie negativ gemeint. Grundlegend ist es eine schöne Zeit gewesen. Also da beißt die Maus keinen Faden ab. Es waren super Ideen da. Es sind aber beim ersten Mal schief gegangen. Es kann nicht immer alles beim ersten Mal klappen. Sprich, die Burg sollte man eigentlich alle drei immer Stück für Stück bauen, Reihe rum, und dann passiert mal einer, hat keine Zeit, dann geht's da weiter, dann geht's da weiter. Dann drehe ich ja auch Videos dazu, was ja schon gelaufen ist. Aber die Videos sind ja nicht von den vier Glammern oder sowas, was bei mir läuft, sondern die Videos sind von mir. In meiner Art, in meiner Welt, etc. Und die Livestreams spielen bei Let's Brick in ihrer Welt, bei mir in meiner Welt. Bei mir sind gar nicht so viele, das darf man nicht vergessen. Und bei Jürgen in seiner Welt. So, da funktioniert es so, wie es der Betreiber des Kanals vorgibt. Warum ist es sein Kanal? Da gibt es Spielregeln. Alles fair, alles cool. So, das muss ich auch dann einstellen. Also das ist von daher alles cool. Ich muss sagen, ich habe eine Zeit lang gebraucht, um mit Markus warm zu werden. Glemmbausteinzimmer, hat man auch gerade gemerkt, dass es ein bisschen braucht, warm zu werden. Aber ich musste den Mann erstmal so ein bisschen verstehen, hinter die Kulissen gucken. Er ist zuverlässig, er ist aufrichtig, lieb und nett. Ja, lieb und nett, nimm das mal nebenhin, aber aufrichtig ist wichtig und er ist ehrlich und direkt frei raus. Kommt auch ein Video jetzt demnächst da dazu, zu Markus. Ja, auch da, wenn ich irgendwas bekomme und habe auch ihn gefragt, willst du was dafür haben und. Du wolltest es bauen, da hast du es. Wenn eine Rückfrage kommt, was bei mir betrifft, gibt es das zurück. So viel zu dem Umgang, wie das normalerweise läuft. Ich denke, soweit ist das soweit verständlich. Jetzt kommen wir aber zu hier. Jetzt ist das ins Leben gerufen worden, die vier Klemmer. Dieser Discord und diese Vereinigung habe ich von Anfang an nicht mitbekommen. Da gibt es eine dritte Person in dem Bunde, eine vierte Person in dem Bunde, die kennt ihr alle. Mögen auch nicht alle, das ist aber... Ihr müsst das richtig einschätzen bei ihm. Also, ich will nicht einen Schutz nehmen, ich bin auch nicht der Redner für ihn. Aber ihr müsst ihn richtig einschätzen, das mal vorneweg. Dann gebe ich jetzt mal einen Tipp dazu. Er ist kein YouTuber in dem klassischen Sinne, wie ich oder Let's Brick bin. Ich nehme die jetzt mal zusammen. Ja, Christian und Walter nehme ich jetzt mal zusammen. Das ist er nicht. Ja, er ist Bricklink-Händler und hat einen Hauptberuf, ja, wo uns unterstützen kann. Nicht muss, kann. So. Und das mal zum Einordnen, zum Kategorisieren. Er reagiert auf manches allergisch, soll jenes, aber das müsst ihr mit ihm ausmachen. Ich bin nicht der Redner für irgendjemand. Das bin ich nicht. Außer er sagt zu mir, ey komm, du verstehst dich gut mit dem, sag dir nicht mal Bescheid. Was auch schon passiert ist, mit dem Connor, da habe ich auch schon zwischendrin gesagt, sag ich mal so, Connor, wenn du was hörst, dann melde ich dich bei mir, ich gebe es weiter, wenn ich mit ihm telefoniere. Ist alles cool, weil er hat auch nicht immer die Zeit. Aber keinen Schutz nehmen oder sonst was, egal. Jetzt kam dann der Punkt, wo sie gesagt haben, Marc, du bist dabei. Mhm. Schön. Das ist gut. Das finde ich geil. Es war ja auch für mich ein Stück weit gewinnbringend für Content, für Live-Sein, auch mit
neuerem, anderem Publikum. Christoph finde ich geil, finde ich mega. Was ich ein bisschen schade finde, dass dann zu meinen Livestreams untergeht, wegen dem Englisch, leider schade. Aber gut, manche Generationen hatten es nicht in der Schule. Manche können jetzt so im Affekt gleich schreiben. Und wenn ich in Live-Chats bin, schreibe ich immer gern zurück. Wenn ich natürlich irgendwo im Livestream bin, kann ich jetzt nicht nur Englisch pappen, das macht man natürlich auch nicht. Also da probiere ich immer zu kommunizieren, wenn es mir die Möglichkeit gibt mit ihm. Das habt ihr aber auch schon mitbekommen. So. Jetzt gab es geile Livestreams, es gab schöne Livestreams, es gab auch mal Ausreißer, also die gab es auch. Und mir Blick hinter die Kulissen. Da gab es den Blick hinter die Kulissen. Und es gibt Themen, die sind bei Let's Blick tabu. Die gibt es ganz klar. Das ist jetzt hat ein Video, wäre es grundlegend verkehrt, wenn ich es jetzt bei einer Set-Vorstellung mache. Ah, shit, jetzt habe ich es oben. Scheiße. Ah, sorry, das sagt man ja auch nicht, ne? Den obszönen Finger. Ja, wo ich mit dem Jürgen das gemacht habe. Das ist so unsere Art, miteinander zu kommunizieren. Ich finde im Livestream das Saloppe, das Lockere, so sind wir. So kennt man uns beide. Und so bin ich auch dazugekommen. Das wurde mir dann untersagt. Okay, für mich legitim. Alles cool. Aber schränkt ja auch einen in seiner Art ein. Ihr wisst, ich bin eigentlich der menschliche, zwischenmenschliche, lockere, auch mal saloppe Typ, auch von der Aussprache her. Das bin halt ich. Wurde nicht akzeptiert. Allerdings muss man jetzt hier kurz eingreifen, bevor ich dann genau reingehe. Ist ganz einfach. Ich nehme jetzt mal was von Connor. Connor ist ja Moderator gewesen bei, oder ist noch Moderator bei Ding. Das habe ich von Connor bekommen. Also umsonst. Ja, habe ich von Connor bekommen. So, habe ich dafür bezahlt. Alles cool. Und mit dem stehe ich auch in Kontakt. Und er sagt ab und zu mal auch zu mir, Marc, pass auf, Moderator hin oder her. Manche Sachen kann ich vertreten, manche nicht. Passt da ein bisschen die Richtung auf, passt da ein bisschen die Richtung auf. Und da kommt eine konstruktive Kritik und da kann man das machen. Allerdings ist das ja eine Variante. Die andere Variante ist, wer jetzt genau aufpasst, weiß, worauf ich hinaus bin und auf wen ich hinaus will. Aber ich werde es jetzt nicht direkt ansprechen. Da könnt ihr euch selber ein Bild machen. Ist einfach ab und zu mal die sehr stroffe, sehr bestimmende Art, wo ich mir dann denke, ey Kamerad, das habe ich jetzt gerade das erste Mal gemacht. Ich bin 38 Jahre alt, mir kann das mir normal sagen, ja. Und ab einem gewissen Tag, ich lasse mir viel gefallen, ich mache auch viel mit, ich gucke mir auch viel an, ich gucke mir auch lang was an, und da muss man auch über die Hintergründe nachdenken. Und dann sage ich, hey, Moment, wo mal jetzt nächstes Set? Ich habe hier Spaß dran. Ich baue das in meiner Freizeit. Ich gucke auch Livestreams, ob es Piketty und Klotzki ist, ob es Glembaustein im Weltall ist oder Glembaustein auf Reisen oder Glembausteinzimmer oder egal was, ich gucke mir viele Sachen an und dabei klemme ich und habe Spaß und höre mir an, was die so zu sagen haben. Ob ich das vielleicht auch mal gebaut habe oder sowas, ich gucke in der Regel Videos, wo ich schon gebaut habe. Neuvorstellungen eher selten, da mache ich mir eher meine eigenen Gedanken, weil wenn ich mir so angucke, bin ich ja schon ein bisschen beeinflusst. So. Und lasse ich mich berieseln. Da will ich Spaß haben. Und da sagt man, ja, jetzt packt er die Keule vom Held der Steine aus. Nein, 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 nein. Diesen Punkt hat er recht. In diesem Punkt hat er recht. Das ist unser Hobby. Das muss man mal voraussetzen. Das ist unser Hobby. Wir haben Spaß am Klemmen. Ja. Und es gibt so viel Leid, ob es Politik ist. Ja. Fühl dich angesprochen. Ob es Flüchtling, was auch wieder politisch geht. Ob es Krieg ist oder sonst was. Kommen wir auch gleich dazu. Ich werde jetzt gleich richtig auf Let's, also auf nicht auf Let's Big, auf vier Klemmer eingehen, werde ich jetzt gleich genauer eingehen. Und ich brauche das nicht in meiner Freizeit. Ich brauche das nicht. In keinster Phase. Warum brauche ich das nicht? Politik, sind wir ehrlich, kann man in Politik diskutieren, ohne dass es Verlierer gibt? Entweder geht einer raus, denkt sich, was hat der von politische Einstellung? Und dann sagt, oh, die rechte Keule, oh, der Grüne. Du kannst bei einem Politikgespräch nicht gewinnen. So, und das bringt wieder schlechte Laune. Und da habe ich keinen Bock drauf. Muss ich euch ganz ehrlich sagen. Und das habe ich auch genau dann so verbal kommuniziert. So, und dann ist auf einmal Totenstille, wenn sowas kommt. Wenn man mal mit Vernunft kommt. Wenn man mal mit Argumenten kommt in dem Thema. So, und dann wird es sich aufgeregt über ein in einer ganz anderen Weise nochmal ein Top mehr. Und da sage ich mir dann, nee,
funktioniert. Aber das ist kein Grund auszutreten. Das ist dann ausgekotzt in Frontenkennen abgesteckt. Das sind Punkte, wo ich sage, okay, da war jetzt eine Kommunikation da, da war dann der Aussprache und jeder weiß jetzt, wo eine Grenze gesteckt ist, machen wir das nächste Mal anders da und besser. So, es gibt auch einen Livestream, wir können es besser, gibt's auch, ja. So, und da haben wir ja auch gezeigt, dass es besser geht. Und es gibt geile Livestreams, komplett fern vom Thema weg, wie jetzt zum Beispiel Klemmbaustein Forever. Da gibt es noch andere Ecken dahin zu. Absolut. Da gibt es auch andere Arten dazu. Absolut. Ja, da gibt es ein eigenes Thema dazu. Aber da wird dazu auch geschwiegen. Aber ist egal. Aber alte Sets, Vergangenheit, Sell und jenes. Diese alten Sets haben mich zu folgendem bewegt. Ich zeige es euch mal. Die haben mich zu folgendem bewegt. Und da habe ich wieder einen Moderator, ja, wo mir geholfen hat, das auch zu ermöglichen. Ja, mein Moderator hat zum Beispiel das hier ermöglicht. Ja. Geil, oder nicht? Ja, schönes altes Set, richtig geil. So, mein Moderator hat mir ermöglicht, jetzt kommt ein kleiner Wahnsinnshammer, den finde ich richtig geil. So, und der ist noch in einem Mega-Zustand noch dazu. Ja, neuwertig, das ist neuwertig, Freunde. Ja, das hat mich aus dem Livestream bewegt zu machen. Ja, deswegen gucke ich Livestreams, deswegen will ich das machen. Das sind Beweggründe für mich, einen Livestream zu gucken. Ja, das, was ich mit dem Inu gemacht habe, Inu kommt auch wieder, ist Mox. Mein Mox steht hier. Hier ist er. Moment. Und da seht ihr mal der aktuelle Stand. Den zerlege ich wieder und dann bauen wir den zusammen auf. Ich teste ja, wie geht das mit den Bergen. Teile habe ich auch schon wieder einen Haufen neue da, wo wir das machen können. Wir hatten es bei der Beleuchtung dabei. Kommt jetzt ein Video, dann zeigen wir die Beleuchtung. Hier sind schon die Teile, um den Berg weiterzubauen. Es ist alles parat, ja. Es ist wirklich alles parat. Es ist wirklich alles da. So, und das ist Livestream-Content. Drüber zu diskutieren, Baum zu bauen und sell und jenes. Und da geht es einfach drum. Es animiert, es macht Spaß. Oh, ich nehme jetzt auch mal Stein und Baum mit. Ihr wisst doch, wie es ist beim Essen gucken. Aber ich habe Hunger. Und darum geht es doch in einem Livestream. Und das hat Glemmbaustein Forever zum Beispiel in einem Livestream gemacht. Alte Serien. Was wir auch schon als Thema hatten. Hammer. Der totale Wahnsinn. Geiler Content. Wir haben 2 Stunden Ball in dem Livestream gehockt und haben alte Serien gesprochen, angesprochen. Das, Sell, jenes. Oh, kennst du das? Habt ihr das früher gesehen? Mit Dr. Schnuggles, das. Die Gummibärenbande. Die Schlümpfe. So. Und dann kommt ja auch noch das Thema wieder. Master of the Universe. Ja. He-Man besser bekannt. Ja, ist Hammer. Und das sind wir wieder bei Alternativen. Ja, so. Es gibt Puristen von Lego, ja, aber die sind Alternativen nicht abgeneigt. Aber die wollen dann aber auch Qualität. Die wollen nicht, oh, habe ich jetzt gerade, ja, die, ja, das ist aber gut, das ist scheiße. So, die wollen nicht sowas. Oder den Manta, jetzt habe ich hier da oben das Haus vom Löwenzahn oder so. Die wollen nicht die mindere Qualität dann in dem Moment, die ich sage jetzt Moafols, sondern die wollen ein bisschen mehr Qualität. Und da greift ja Kobi, da greift Mold King, da greift jetzt Funhole massivst an. Mega. Zuro Max ist auch nicht schlecht. Da bin ich jetzt mal bei Bricks gespannt, wie gut die sind. Und da kann man ansetzen und finde ich, das ist noch so ein kleiner Punkt, wo man sagt, boah, geil. So, jetzt kommen wir aber zu dem Vier-Klemmer-Thema. Ja. Das Vier-Klemmer-Thema hat dann begonnen, irgendwann, ja, nach den ersten Gesprächen zwischen Let's Break und Jürgen, war ich nicht dabei. Und irgendwann bin ich so vor die vollenden Tatsachen gekommen und ich fand mich wohl. Und da gab es die ersten Livestreams und ich war nervös. Und es war ja so der nächste Step nicht. Also ich bin ja gewohnt, mit größeren YouTubern auch mal live zu sein, ja. Ich finde es schade, dass einer von meinen Lieblings-YouTubern nicht mehr gibt. Ja, ich finde es echt schade. Den Mann habe ich absolut mega gefeiert. Läden-Livestream habe ich geschaut. Ja, ihr wisst alle, das war Hansebrix. Da kenne ich ja auch eine Olli Monopoly ist von dort gewesen. Dann Bing Long war auch zwischendrin öfters dort. Ja, und Conor McLeod und einige mehr. Sorry, für wen will ich jetzt vergessen habe, aber das sind die, wo ich ja immer noch so ab und zu mal öfters, ja. Und auch die netten Nachrichten, wo ich den Personen bekomme oder die E-Mails, wo ich bekomme oder ab und zu mal Ratschläge, wo ich da drauf hinbekomme. Wieder zurückzukommen, ist einfach, ich wachse da dran. Und ich denke auch, dass ich besser werde dadurch.
und auch mich weiterentwickle. Und ihr merkt auch, ich bin bereit zu investieren. Wenn man überlegt, ich habe angefangen mit einer Handykamera, ja, mit einer Handykamera. So, dann habe ich mir ein Shure-Mikrofon für die Handykamera geholt. Dann habe ich mir ein Shure-Mikro geholt. Das war aber immer noch zu beschissen, Anführungszeichen. So, jetzt habe ich hier ein gescheites Mikro. Ich sage jetzt mal, es ist eigentlich eine geile Kamera. Benutzen sehr viele Leute im Livestream und so weiter. Es ist wirklich eine geile Kamera. Ich habe hier wirklich mir ein MacBook gekauft. So, dann habe ich hier einen Mega-Monitor stehen, wo ich jetzt einfach unter die Kamera gucken kann und kann sehen, was ich mache. So, ich habe kein quietschenden Stuhl mehr, ich wachse und gedeihe, das kostet ja auch alles Geld, was ich hier reinhänge. Genauso, was hier steht, die Regale, die 1000 Abonnentenbox, natürlich könnte ich das versetzen, da hätte ich es wieder einfacher mit Content. Nein, da oben steht sie, Moment, kleiner Blick in die Deko, da oben steht sie und ist bereit, ja, da ist Avatar, da ist Smog und alles, ja, so, und da merkt man doch, dass ich da auch ein Herzblut reinstecke. Und ich denke doch, durch das, dass ich die direkte Kommunizierung auch wieder, ja, was mir entgegengebracht wird, dass ich doch nicht der verkehrte Mensch bin, in Anführungszeichen, sondern wirklich probiere, alles zu ermöglichen und immer Wort zu halten. Probiere ich immer. Das mittlerweile sind es zwei kleine Dinger, die stecken mir noch im Magen, das sage ich auch ganz ehrlich, bevor wir dann endgültig zu der Eskalation in meinen Augen kommen, ist einfach, Markus Müh hat mir ja, das kommt jetzt das Video, das moderne Wohnhaus geschenkt, geil, ja, soll ich vorstellen, mach, schenke ich dir, alles geil, und das ist nicht selbstverständlich, das ist gar keine Phase selbstverständlich, und ich will ja auch was zurückgeben, und genau dasselbe ist bei Markus, und mir ist das so unangenehm im Herzen, mich zerreißt das so, ja, dass ich das erwidern möchte, ja, genauso, Connor, wenn du da bist, schreibst, kannst ruhig drunter schreiben, er hat mir faire Angebote gemacht für manche Sets. Echt, also Geld geflossen ist immer. Aber zu mega fairen Preisen. Wir reden aber nicht über Preise. Und ich sage euch eins, er hätte es wesentlich teurer verkaufen können. Und da gebe ich halt ein Dankeschön zurück. Er ist auch mein Moderator. Ja, so. Und selbstverständlich, wenn Weihnachten ist, kriegt er definitiv auch was. Einfach nur, weil er auch viel Arbeit für mich macht. Weil er sich mit meinem Kanal identifiziert. Weil er mir Tipps gibt. Weil er mir Ratschläge gibt. So, bei dem Thema hier habe ich schon einige Ratschläge gehabt. Ich befolge keinen. Sondern ich bleibe hier einfach ich und sage, was ich hier denke. Warum? Wenn ihr die anderen Ratschläge, wenn ihr das andere hören wollt, fragt die anderen. Ja, ich kann euch nur ab und zu mal sagen, das wurde mir so gesagt. Das kann ich machen. Aber mehr auch nicht. So, Kaffee schmeckt immer noch geil. So, und jetzt kommen wir zu dem Punkt. Ich gönne denen jeden Erfolg. Ich bin kein Missgönner, auf gar keinen Fall. Jetzt gab es irgendwann mal der Punkt, dass mich jemand gefragt hat nach einer Unterschrift. Und ich den Stein da probiert habe, gemacht, getan habe in dem Livestream und bin da nicht grün geworden. Ich bin nicht grün geworden. Daraufhin ist Let's Brick die Idee gekommen? Wir machen Tassen. Geile Idee. Mega Idee. Erste Merchandising für mich. Erstes, allererste. Plan ist aktuell T-Shirts. Erste Design ist bald fertig. Und ist auch immer frei bestellbar. Immer. Auf maßgeschneidert wie euer Lieblings-T-Shirt. Design kommt bald. Und ihr könnt euren eigenen Namen drauf haben. Ihr kriegt das alles individualisiert. Wenn ihr jetzt zum Beispiel hier Glambaustein Forever heißt, dann kriegt ihr Glambaustein Forever drauf gemacht. Wenn ihr Geniales Tuning heißt, kriegt ihr Geniales Tuning drauf gemacht. Es gibt's alles. Ihr könnt euer Logo alles da drauf haben für denselben Preis wie meins. Also da gibt's keine Extrakosten. Meins kostet dann genauso viel wie euerns. Also, so. Wir reden aber nicht von irgendeiner Popelqualität. Lasst euch überraschen. So. Natürlich ist es kein 10-Euro-Shirt, sage ich euch gleich. Das ist wirklich High-End-Qualität und für den Sommer perfekt. So, es gibt es als T-Shirt-Variante und als Polo-Variante. Allerdings mega geil und vor der Kamera absolut übel geeignet. Hatte ich auch sogar zwei, dreimal schon vor der Kamera an, aber in anderer Variante. So, jetzt aber zurück. Dann gab es die Tassen, geschenkt in einem Livestream. Überraschung, geil, ich habe mich gefreut. Also, ich war auch in dem Moment sprachlos, weil ihr seht zum ersten Mal euer Logo, euer Identifikationszeichen, wo euch jeder verknüpft damit, sieht man auf einmal mit anderen zusammen. Eine Gemeinschaft. Geil. Ihr wisst, ich habe mit Geniales Tuning
Kein Krieg, nein, das. Ihr habt das am Sumo. Ich sah da drin ein falsches Vorgehen. Ich sah da drin eine Fehlkommunikation. Mehr sah ich da drin nicht. Ich habe es. Obala, was ist denn hier los? Oi. Ich sah da drin einfach den Fehler von Menschen, wo einfach nicht miteinander kommunizieren und Leidtragende daraus entstanden sind. Und das ist das, was mich geärgert hat. Jetzt kann man sagen, ja, du hast ja jetzt nicht anders da gemacht. Moment. Jetzt hatten ja, ich plaudere jetzt aus dem Nähkästchen, ja, Moment, dass ihr merkt, Moment, jetzt muss ich aber auch zwischendrin suchen, weil wir gehen jetzt auf mehrere Themen ein. Sieht man es hier? So. Jetzt seht ihr hier eine Liste. Das ist die Discord. Moment, ich muss Licht ausmachen. Licht ausmachen. Da seht ihr hier eine Discord-Liste. Das ist die Originalliste. Die Originale. Ja? So. Zu diesem Zeitpunkt, ja, wo ich das Bild hier gemacht habe, wo ich dieses Bild gemacht habe, war, Moment, muss ich gucken, das sieht man doch. Sieht man doch, Moment, in den Teilen Favoriten, nee, das sehe ich nicht, wie sehe ich denn jetzt die Information? Ah, Infos, da unten. So, dieses Bild habe ich am 24. April abfotografiert. Moment, da seht ihr das. Hier in dieser Reihe, seht ihr das? Montag, den 24. April, 20.23 Uhr, 13.24 Uhr, habe ich diesen Screenshot gemacht. So. In dieser Zeit, wo da einige Tassen draufstehen, ich stehe da drauf, ich habe jetzt keine Zahlen eingeblendet, aber da kommen wir später dazu. Stehe ich dreimal drauf und ein halbes Mal stehe ich drauf mit LB und der Jürgen steht da drauf. Diese drei Tassen plus die eine geschenkte bei mir, ging einmal an den Mirko, kennt er vom Livestream, im Trabi, ging einmal an die Mia eine. So, ich habe noch eine und der Jochen hat eine bekommen. So, alles cool, alles fair. Jetzt steht eine halbe Tasse drauf. Die halbe Tasse ging an einen Moderator. Warum? Ich habe gesagt, hey, dem steht auch eine zu, schick dem bitte eine. Ja, machen wir. Wir wollten dem eh was schicken, ja. Versand kriegst du geschenkt. Coole Sache. Let's Brick hat mir den Versand geschenkt. Geil. So, gut, ich bin eh kein Hermes-Fan, aber das ist wieder was anderes. So. Alles geil. Jürgen hat da Reni gesehen. So. Jürgen hat die im Frank, The Human Show TV, geschickt. Warum? Es sind Freunde. Es sind einfach Freunde. Jetzt kommt der Punkt. Bezahlen. Der Punkt bezahlen kommt doch dazu. Der kommt doch einfach irgendwann zwangsläufig kommt doch der Punkt dazu. Sie haben 30 Tassen investiert. Okay, das sind die drei Tassen schon weg. Also die von Let's Brick, also die zwei von Let's Brick wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob es eine oder zwei waren. Eine für die Jürgen, eine für mich. So, sind da davon von den 30 nicht dabei. Also die sind separat. Und ich gefragt, was soll ich denn bezahlen? Volle Preis, das, sell, jenes. Ja. Und da habe ich gesagt, ja gut, dann bezahle ich Versand und bezahle die volle Tasse. 10 Euro, so wie jeder bezahlt. Gut ist, Thema ist durch, für mich erledigt, machen wir so. Ne? So, weil gab hier keine richtigen Worte darüber. Also es gab keine richtigen Worte darüber. Jetzt habt ihr ja gesehen, jeder hat das so gemacht. Ihr habt es, soll ich es nochmal zeigen? Ich kann es euch zeigen. Jeder hat das so gemacht. Jeder hatte das so gemacht. Jeder. Let's Brick hat auch noch eine verkauft. Das ist die, wo ich bei Markus gesehen habe. Ist jetzt gleich das nächste Thema. So, Moment. Das ist Zitan, das ist was anderes. So, die Zahlen zeige ich nicht. Das wär gegen das Geschäft. Machen wir nicht. Zahlen zeige ich nicht. Auf jeden Fall gibt es Gewinn. Wäre hier blöd, wäre nett. Also muss ich euch nichts erzählen. Mein tieferer Gedanke dran, dass ihr das versteht, ist, es sind Unkosten entstanden. Gleiches Denken wie Geschenke. Gleiches Denken wie, hey, ich lasse dir das zukommen, baue es, hab Spaß, lass gut sein. Selbe Prinzip.
Es ist mir unangenehm. Es soll bezahlt sein. Ihr habt Unkosten gehabt. Nachweislich. Ihr habt, die haben Let's Big, also Christian hat diese Liste hier mit eingefügt. Was ich generell geil finde, zeigt ja Geschäftssinn. Bis ich auf einmal die Tasse beim Markus sehe. Da war diese Let's Big-Tasse, diese eine, noch nicht eingefügt. Da habe ich gesagt, hey Freunde, ich habe bezahlt. Was ist mit dieser Tasse? Soll ich mich da beteiligen? Was ist los? Sel und jenes? Nee, noch nicht eingetragen. Okay. Da habe ich späterhin nochmal nachgefragt. Ein paar Tage später. Dann wurde es auf einmal hinzugefügt. Keine Zeit, Sel und jenes. Ja, okay, alles klar, weiß ich Bescheid. Da denke ich mir aber, ihr habt ein Geschäft. Ihr streamt live. Ihr könnt euch über so viele Sachen nebenbei Gedanken machen. Ihr müsst bloß eine Zeile reinschreiben. Hm? Selbst und ständig. Und da fällt die Kategorie Merchandising mit drunter. Tut mir leid. Meine Meinung, und ich glaube, jeder, wo selbstständig ist, gibt mir jetzt in diesem Moment recht. Ich war es schon. Vielleicht habe ich gedacht, oh, daher die Korrektheit auch ein bisschen, was fürs finanziell angeht. Aber es ist was anderes. Ich kann nicht von mir auf andere schließen. Das darf ich nicht. Aber ich kann es erwarten. Wenn ich enttäuscht werde, bin ich selber schuld. Aber, so. Dann wurde das gemacht und dann hat jeder im Prinzip bezahlt. Normal. Versand plus Tasse, normaler Preis, wie ihr sie auch bezahlt. Okay, für mich gemachte Sache. Irgendwann gucke ich in WhatsApp, Steinefreunde, und sehe, vielen Dank, Let's Break, mit meinem Logo drüber. Denk mal, Marco, wer bist du? Könnte ich gar nicht. Beziehungsweise, von Steinfreunden, ja klar. Aber ich habe mit dir noch nie gesprochen. Wir haben noch nie miteinander kommuniziert. Nicht schlimm, um Gottes Willen. Es kommt dir irgendwann vielleicht. Vielleicht passiert es. Ich freue mich über jeden Kontakt. Und, nein, ich muss mal kurz wackeln. Gut ist so. Ich gehe nicht jeden Tag in Discord. Bin ich nie drin. Und, weil ich auch die Zeit nicht habe. Ich habe Familie, ihr wisst ja. Ist aber auch keine Entschuldigung. Normalerweise ist meine Pflicht, wenn man soziale Medien hat, das immer zu nutzen. Alles perfekt. Jetzt kommt der Punkt. Passt auf, jetzt kommt der Punkt. Irgendwann bin ich da drin. Guck mir Liste, dann steht schon wieder die Scheiße da drin. Und zum 24. April, was weit danach war, nach meiner Ansage, war es immer noch nicht drin. Wird er jetzt mit ungleichem Maß gehandhabt? Gibt es hier eine andere Regelung? Gibt es jetzt überhaupt mal eine Regelung? Macht jetzt jeder, was er will? Ist es wieder so eine Eigenblöderei? Keine Ahnung. Du stehst da und hast keinen Plan. Und dann kriege ich so einen Hals, wenn es unterschiedlich ist. So. Und dann frage ich halt wieder nach. Keine Zeit. So. Okay. Dann sag ich mir aber, Freunde, verarschen könnt ihr einen anderen. Ja. Ich weiß nicht, was los ist. Ich weiß nicht, was Tacheles ist. Ja. Und hab dann richtig Feuer gegeben. Und ich hab die beiden beleidigt. Ja, ich hab sie beleidigt. Ja, dass sie lebensunfähig sind. Ich hab sie beleidigt. Da gibt's welche im Hintergrund, die wissen das. So, jetzt ist es auch öffentlich, dass ich sie beleidigt habe. Ihr könnt das gerne vorspielen. Ihr könnt auch gerne die ganze Nachricht vorspielen, wo ich das euch auch nochmal klein erkläre. So. Und daraufhin kam keine Antwort nach dieser Ansage. Keinerlei Antwort. Allerdings im Discord, bei den Tassen, wo ich dann arbeiten war, wo ich keine Zeit habe, ging es im Discord ab. Jürgen probiert mich anzurufen, Des probiert mich anzurufen, Zell probiert mich anzurufen. Machen und tun. Ja, so. Ich komme heim, mein Geld ist zurücküberwiesen, denk mir, was ist denn das jetzt für eine Scheiße? Mir geht's doch nicht um die scheiß fucking Kohle, die Scheiße soll doch bezahlt sein, das ist doch mein tieferer Grund. Habt ihr das dann von vornherein nicht kapiert? Die Scheiße soll bezahlt sein, ihr hattet Unkosten, ihr sollt doch auf den Unkosten nicht hocken bleiben. Das ist doch geschäftliches Einmaleins. So, da habe ich mir gedacht, ihr seid, oh, jetzt kommt der nächste Punkt. Was denn jetzt? Schlagen sich die Köpfe ein. Es gibt eine einfache Lösung. Teilt den EK durch 3. Jeder bezahlt XXXXX. Ja, habe ich den Vorschlag gemacht. So. Und habe dann auch so reagiert. Moment, ich zeige. Jetzt seht ihr natürlich, jetzt wisst ihr das durch ein Drittel, was ich gesagt habe. Aber ich will, dass das so, Moment, jetzt muss ich suchen. Ich habe es nämlich abfotografiert. Hier ist es. Da seht ihr das auch. Da seht ihr auch den Text, was ich dazu geschrieben habe. Lest ihn. Das ist nicht gelogen. Das ist auch schon ein Weilchen her. So, Moment. So. Das ist die Transaktion von PayPal. Ja. An 4 Klemmer gesendet. 1/3 der Tassen. So ist es fair. Oder?
So, jetzt passt auf. Das habe ich auch fotografiert. Das ist jetzt seht. Ich mache jetzt noch PayPal auf. So, Moment, PayPal. Das, oh, das sieht auch mal gut habe. Man muss mal einen Moment. So, PIN eingeben. So, einloggen. So, das ist mein Profil. Moment. So, das ist mein PayPal-Profil. Das, was ihr seht. Hagedorn Mark. Ja, bla 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 bla. So. Moment. Muss ich mal suchen. Ich kaufe halt viel. Zille Shop ist wieder dabei. Klar. Das ist auch gleich noch ein Thema. Moment, das muss ich gerade mal suchen. Ich muss gerade mal suchen, weil das ist ja auch schon weit schon her. Ja. Vier Klemmer. Haben wir es zurücküberwiesen? Und zwar haben sie mir das zurückgewiesen am 24. Ja. Wo das Unheil auch stattgefunden hat, wo ich das Bild nochmal abfotografiert habe. So. Und am 25. am nächsten Tag, wo ich gesagt habe, an der Arbeit. Also das ist hier. So, Transaktion, das sieht dann Teil, aber das sieht dann nicht alles. Bla 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 bla. Das kann ich zeigen. Deutsche Bank AG, bla 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 bla. Wurde das bezahlt. Ein Drittel von diesen 30 Tassen. So. Ihr müsst überlegen, da kommt Steuern drauf, alles wunderbar. Ihr dürft das nicht vergessen. Also an dem reinen Gewinn bleibt am Schluss wenig hängen. Da kommt Versicherung, Steuern, alles. Müsst ihr mit reinwaschen. Also der Preis ist gut, aber der VK ist auch verdammt gut. Deswegen, der VK ist verdammt clever. Ja, also wirklich, wenn man die Steuern und alles hin dran sieht, ist das okay. Fucking why? So, und dann mache ich das. Ja, ich erwarte dann aber, dass aus jeder Richtung irgendeine Message kommt. Zum Frühlingserwachen. Einen Tag danach bin ich aus dem Discord raus. Ich hatte keinerlei Antworten. Die Tassen, wie geplant waren, wo ich dann gesagt bekommen habe, dann schmeißen wir sie weg, dann zerstören wir sie, dann schmeiß ich sie auf die Gas. Solche Aussagen wurden getätigt. Sollten eigentlich verschenkt werden. Wo ich mir gedacht habe, ey, das ist doch geil. Jeder bekommt was da ohne. Jeder. So, die Tassen gehen auch raus. Von mir aus auch an der Martin. Ich habe mit diesem Mann nichts am Hut, wo ich jetzt sagen muss, ey, so und so und so. Die Nummer ist scheiße gelaufen. Nochmal. Alles cool. Aber da wären die Tassen dort gewesen. Bedient euch, nehmt sie mit. Habt Spaß. Cool. Weg sind sie. Jeder hat ein Drittel bezahlt und es war ein geiles Geschenk. Für einen Klicker und einen Knopf. Komm, 30 Tassen für den Anteil. Mein Gott, und dann verschenken. Geil ist es. Abgeschriebene Sache. Feierabend. Und es ist doch bezahlt. Mein Gott. Wenn sie mehr gehabt haben wollen, dann hätten sie es sagen müssen. Aber es ist keinerlei Kommunikation mehr gekommen. Keinerlei. Weder vom Frühlingserwachen Richtung zu mir, noch da, noch da, noch da. Nichts. Es werden jetzt noch Videos kommen, wo die Verklemmer bzw. der neue Discord beworben ist. Es wird noch kommen. Natürlich kommt es noch. Natürlich ist die Werbung noch drin. Weil all das, was jetzt vielleicht noch läuft, in dieser Zeit von den Verklemmer gedreht worden ist. Und da habe ich gesagt, ja, da mache ich Werbung. Wo wir jetzt beim nächsten Thema sind. Werbung. Wir sind beim nächsten Thema Werbung. Einblenden kann ich jetzt nicht, dafür habe ich die falsche Technik am Start, aber Dateien, so, dass ich es euch zeige, durchsuchen, iCloud Drive, weil da habe ich es reingeladen, Lego, so, dann haben die ja in der Regel, Moment, muss ich wieder aufmachen, in der Regel gab es ja dieses Bild, das könnt ihr, Klemm mit Freunden, vier Klemmer, ganz cool. Da habe ich gedacht, ja, da ist das Logo drin, wir sind dabei. Da habe ich gedacht, okay, dann machen wir eine Variante bei meinen Streams. So, wenn wir zusammen sind. Natürlich kann man das abwandeln, da kann man alles machen. Dann habe ich mir gedacht, okay, wenn wir beim Jürgen sind, machen wir es so. Wenn wir bei Let's Brick sind, machen wir es so. Ihr versteht, was ich meine. So, ich habe alles da, ich habe alles gemacht. Ich habe extra im Jürgen noch ein neues Zille-Shop. Zille Yogi Logo gemacht. Das war das hier. Habe ich mir extra noch neu designt, gemacht und getan. Richtig geil geworden. Der Hintergrund, wo schwarz ist, ist normalerweise transparent. So, und dann noch eins für die sozialen Medien, wo nur der Kreis dann rausgenommen wird. Dann nochmal so. Und da hat schon Herzblut drin gestocken, muss man ehrlich sagen.
Jedes Mal, wenn ich die verklemme oder sonst was erwähne, was jetzt auch noch kommt, es ist nicht gelogen, ich habe es auch nicht verändert, es bleibt so, wie es ist, weil mir ab und zu mal auch die Zeit fehlt, alles nochmal zu ändern, umzuschreiben, zu machen und zu tun. Es bleibt erstmal so, wie es ist, bis alles soweit durch ist und dann kommt es auch aus der Kanalbeschreibung raus. So, und da ist der Punkt ganz einfach, sauberer Schnitt. Wie gesagt, bei mir wurde sich nicht gemeldet. In dem Video von Let's Break wurde gesagt, wir haben sie angeschrieben. Moment. Kommen wir gleich dazu. Ich habe diese Themen mit Werbung und alles auch gesagt. Ich habe das gesagt. Ich habe gesagt, Dave, das funktioniert so nicht. Ja? Der Jürgen hat das auch gesagt, das funktioniert so nicht. Es ist nicht nur geben, es ist auch ein Nehmen und so weiter. Ja? So, man kann nicht nur nehmen, sondern muss auch geben. Man muss auch mal die Werbung an den Tag legen. Man muss auch mal zeigen, mit wem man macht. Man muss auch mal Einsatz bringen. Und komischerweise, ja, sieht es dann auf einmal so aus. Nichts gegen die Leute, wo dabei sind. Um gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Aber jetzt auf einmal geht's, wo wir nicht mehr dabei sind. Jetzt können das auf einmal. Ganz suspekt, ganz komisch. Vorher ging's nicht. Ja, dann auf einmal funktioniert's. Dann werden Sachen angesprochen, wo ich mir denke, da hat er sich nicht mehr gemeldet. Ihr habt euch über 1,5 Wochen nicht gemeldet, was die Tassen angeht bei mir. Über 1,5 Wochen. Ich wollte es klären. Ich habe Fakten da gemacht. Ich habe es in Discord geschrieben. Ja? So, der Jürgen hat es natürlich auch noch. So, der kann, wenn er will, kann er sagen. Kann es auspacken. Aber ich habe es reingeschrieben. Es gab keinerlei Reaktion mehr. Gar nichts mehr. Ich war in den Livestreams trotzdem noch drin. Immer noch. Habt die Möglichkeit gehabt, mich dort anzusprechen. Ihr habt die Möglichkeit gehabt. Ja, ihr hattet sie. Nix. Ich habe gegrüßt. Der Einzige, wo mich gegrüßt hat, war der Christian. Und natürlich auch die Leute, wo dranhängen, wie Rabenfrau und so weiter. Dankeschön für die netten Kommentare. Kommen wir gleich dazu. Wird ein langes Video, ich weiß. So. Und mal ganz ehrlich. Selbst da. Und wieder weg. Kein Ton, Walter. Keinen Ton. Da sagt man Hallo und fertig. Ja. Ich bin, auch wenn ich bei Geniales Tuning bin, schreibe ich Hallo rein. Schönen guten Tag. Es ist View-Zeit für ihn. Ich erwarte nicht, dass er mich grüßt. Ich fände es aber schön und fair. Ja. Egal, was ich von ihm halte. Vielleicht bringt er gerade was, was mich interessiert. Und dann schaue ich es. Es ist mein Hobby und es bringt mir Spaß. Und darum geht's. Ja. Und ich ärgere mich nicht drum. Und wenn ich keinerlei Antwort kriege, keinerlei Antwort, dann könnt ihr mir aber so den Schuh aufblasen. Ja? Mir egal. Dann tschüss, auf Wiedersehen. Dann wollt ihr nicht. Und schiebt es nicht auf mich. Oder uns. Dann wollt ihr nicht. Ja? So viel zu dem Thema. Ihr merkt, das macht mich sauer. Und das macht mir auch keinen Spaß. Jetzt kommt aber der nächste Punkt. Wo ich mir denke, so Themen, wo angesprochen worden sind, so Themen wie, ja, Krieg, wir machen keine Panzer, wurde ja abgestimmt und Zell und jenes. Wir fahren jetzt diese Schiene. Wir fahren jetzt diese Schiene. Und so wie der Walter ist, er fährt diese Schiene. Er wisst es alles selbst. Dann muss ich leider solche Videos, Hintergrund ist eigentlich, Entschuldigung, Hintergrund ist eigentlich Schwistiger. Ja, da muss ich leider das wegmachen. Dann, die werden zurückgebaut. Dann muss ich das auch wegmachen. Sollen wir weitermachen? So, jetzt werden abgebaut, da geht's weiter. Dann, sorry, aber da müsst ihr eine Schiene fahren. Ich habe niemals gesagt, dass ich keine Kriegsmodelle baue. Es gibt Panzer, die finde ich einfach technologisch geil. Ich finde Sachen technologisch auch geil. Den hier finde ich technologisch Hammer. Heutzutage, oh, gibt einige andere Hersteller. Der hier, filmtechnisch, saugeil. Jetzt auf der anderen Seite habe ich das Kadermobil stehen. Moment. Kader hier. Technologisch Hammer, was Rimbaustein angeht. Und ein Panzer, was ein Leopard ist, den finde ich optisch einer der schönsten Panzer. Ich für mich. Ja. Den von Kader kommt auf jeden Fall noch. Ich weiß bloß noch nicht welchen, ganz genau, aber ich glaube, der 5er am Schluss. Den werde ich nehmen. Und ich finde ihn optisch geil. Natürlich ist es ein Vernichtungsgerät. Ha? Polizei trägt auch Waffe.
So, und kann dann damit einen umnieten. Es ist so Schutz. Dreht's, wie ihr wollt. Dreht, wie ihr es wollt mit der Bundeswehr. Dreht's, wie ihr es wollt. Ja, entweder so oder so. Mir ist es egal. Ja, aber am Schluss, predigt nicht das und sei eisern, auch zeigt es eisern. Ihr könnt es gucken. Zeigt es eisern und dann macht das so. Entweder so oder so. Wisst ihr, was ich meine? Klar, mache ich mich mit den Texten angreifbar. Ist mir aber egal. Ist mir egal. Es ist einfach nur, dass ihr meine Meinung und meine Sichtweise seht. Ihr müsst diese nicht haben. Ihr könnt eine andere haben. Ja? Von mir aus ballert da unten drunter Texte rein. Ich werde sie wahrscheinlich lesen, aber ich werde sie nicht kommentieren. Wenn sie irgendwie für mich, naja, nicht ganz. Ich beantworte ihr ja alles. Ja? Könnt ihr machen, wie ihr wollt. Könnt ihr machen, wie ihr möchtet. So, haben wir noch was? Das war das, das war das, das war das, das war das. Ich reg mich gerade auf, ne? Ich muss mal wieder runterkommen. So, jetzt kommen wir zu Sachen wie die Kommentare aus dem Video. Moment, ich habe es ja hier in meiner Mediathek. Mediathek, hier das Ende der vier Klemmer. So, hier. Volt bei uns nicht verfügbar. Habe ich 3 Gutscheine, gibt es bei uns gar nicht. Schon ärgerlich, so die Nummer. So, Shop-Apotheke, Werbung, 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 Werbung. So, mir sind so viele Sachen nahegelegt worden. Und ich sage am Schluss, sage ich den entscheidenden Satz. So, 239 Klicker, ja gut, ich habe da davon schon 10 gemacht. So, jetzt. Meine Auffassung hierzu ist ganz eindeutig und lautet, tja. Genau, tja, ist halt so gelaufen, fertig. Rahmenfrau, so sehr es mir für euch leid tut, es war im Grunde das, was ich schon befürchtet hatte. Bla 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 bla, Projekt, es hat mir nicht leid getan für euch beide, es hat mich auch massiv geärgert, wie man mit euch bla 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 umgegangen ist. Wieso ist man mit denen wie umgegangen? Erklär das mal bitte genau. Wieso sind wir wie mit denen umgegangen? Wie? Weil ich meine Meinung zu Politik sage? Weil ich mir eine sehr, sehr schroffe Art, eine sehr maulische Art antun musste? Was? Du hast nicht alles mitbekommen, Rabi. Nur die eine Meinung. Tut mir leid. Tut mir echt leid. Ich weiß auch, du hast mich deabonniert. Es tut mir leid, aber du hast nicht alles mitbekommen. So. Oh, Skjolda. Der hat's richtig erfasst. Der hat's in meinen Augen richtig erfasst. Ja, ich bin im Chat. Ja, ich bin da raus. Aber jetzt habt ihr auch mal die Meinung, alles mitbekommen. Warum? Nicht, weil ich mich nicht gemeldet habe. So. Und ich werde auch immer noch im Stream bleiben. Ich werde immer wieder kommen. Ich werde auch mich mit den Leuten unterhalten, weil ich die Leute mag. Und weil ich sie wertschätze und weil die mich wertschätzen. Und deswegen werde ich immer wieder kommen und auch in anderen Streams werde ich zu sehen sein. Zwischendrin mache ich auch mal den Hopper, da bin ich da eine halbe Stunde, da eine halbe Stunde, da eine halbe Stunde. Kommt immer drauf an, weil ich mag sie ja alle, ziemlich alle. Opa Andi, finde ich die Feuerwehr geil. So, ist aber bei Let's Pregnant. Also, was mache ich? Gehe ich zu dem anderen, wo ich ihn halt so sehe, mal ein bisschen anschreiben kann. Ey, cool, und das neue Bild und so. Da kriege ich auch mal live die Reaktion. So, Markus Mühl verstehe ich auch, ist halt auch nicht bei Let's Pregnant. Also, gehe ich darüber und gucke mir den da und da an. Also, ist kein Problem. Und das sagen sie ja selber auch. Können sie doch machen. Ja, sel und jenes. Wie sie wollen. Genau. Habt ihr recht. Let's Big. Mach ich, wie ich will. Mit dem Zähler ist er nicht warm geworden. Okay. Sage ich was dazu, wie meine persönliche Einstellung. Okay, ich kenne dich, Skjolda, ich kenne dich leider nicht persönlich. Ich würde gern dich mal persönlich kennenlernen, um mir mal selber ein Bild zu machen. Würde ich gerne mal machen. Ohne Mist. Dann bist du einer von denen. So, Holger, okay, Holger und ich, das ist eigenes Thema. Da hat auch schon mit Connor über mich gesprochen. Leben und leben lassen. Holger, ich habe mein Leben und meine Geschichte mit dem Geniales Tuning. Für mich ist das Thema beendet. Du hast jetzt auch nochmal meine Meinung dazu gehört. Deswegen habe ich das mit reingenommen. Akzeptiere es oder lass es, aber ja, wenn dir es auffällt, dann guck's nicht. Und wenn dir es nicht auffällt, dann war doch alles gut. So.
Genau. Schade, war immer lustig, aber mit euch beiden wird es auch lustig. Habe ich ja gesagt am Anfang. Ich habe ja am Anfang gesagt, es war ja geil. Es waren ja geile Themen dabei. Es war ja auch lustig. Habe ich nie was anderes gehauptet. So. Der Kreislauf, wo etwas Altes geht, wird etwas Neues kommen. Genau. Kommt ja jetzt was Neues. Ich bin gespannt, was die Neues treiben. Ich finde auch eure offene Art übrigens gut. Ja, wenn es meinen Spaß behält und wenn es nicht irgendwie, das habe ich schon erklärt. Ja, genau. Da ist auch wieder, es wäre besser für privates Gespräch gewesen. Selin ist aber ganz ehrlich, dafür war es leider zu spät. Und ich renne auch keinem hinterher. Selin ist irgendwann ist das Thema für mich vorbei. Und dann zu kommen, wie die alle fast sagen, wie, wo, was, warum seid ihr raus? Ja. Reagier richtig und mach alles richtig, so wie ihr es immer predigt. Und ihr seid die tollen Hechte und alles prima und Flüchtlingspolitik und alles, was ihr da gesagt habt. Ihr nennt Fälle, die sind schon 30 Jahre her und 40 Jahre her. Aus den 70er Jahren kenne ich die Sätze. Mein lieber Mann aus lieber Mann her. Mein lieber Mann. So, Markus Müh, mit dem verstehe ich mich. Ich verstehe mich mit allen. Ja, so. Ich weiß, was, da komme ich gleich dazu, was mal manche bei mir abzielen. Was ist das Züge für ein Hobby? Genau, genau. Haus der Steine Wiesbaden. Du sagst es, es ist ein Hobby und ich will meinen Spaß und ich will mich da dann nicht ärgern. Und genau darum geht's. Es hat mich geärgert. Hier wurde einfach falsch gehandhabt und geschäftlich finde ich es kacke und in der Gemeinschaft finde ich es kacke. Ja, Geld soll keine Rolle spielen. Deswegen wollte ich den fairen Weg gehen, aber da muss er für alle zählen. Das ist das, was ich vorhin gesagt habe. So, und ihr habt es gesehen. PayPal, was ich geschrieben habe. Hier geht für mich die Fairness vor. Keine Reaktion. Brick Opa! Habe ich was verpasst? Klär mich auf. Mache ich gerade. So, und was da unten drunter geschrieben wird, ist mir egal. So, das waren die Kommentare unten drunter. Ein paar Daumen hoch, alles cool. Macht euch euer Bild. Macht euch euer Bild selber. So, und dann kommt ein Video am Schluss. Ihr kommt nie mehr zurück. Wir nehmen auch nichts mehr an. Aber das 90-Euro-Set, wo ihr in dem Video erwähnt habt, das 90-Euro-Set oder Franken-Set oder, Ding-Set, das habt ihr aber noch schön genommen. Das habt ihr hier noch schön bekommen. So, habt ihr ja so ein bisschen an den Tisch fallen gelassen, das Dankeschön. Habt ihr irgendwie fallen gelassen, oder? Habt ihr jetzt gerade, ich finde, ihr habt das fallen lassen, das Dankeschön. Aber das Böse, das Harte, Walter, hast du wieder rauskommen lassen. Da bist du wieder du gewesen. Ja? Wir wollen nichts mehr und ihr kommt ja auch nicht mehr rein. Walter, wir wollen das gar nicht, denke ich. Also, ich kann jetzt nur von mir sprechen, aber ich denke, er wird auch so denken. Wir wollen das gar nicht. Also, ich will es nicht. Weil ich habe ja gesehen, was es bringt. Viele Entscheidungen von euch, wo wir mittragen sollten, wo ihr einfach nett kommuniziert habt, wie die Tassen. Ja, wie machen wir es, wie handhaben wir es, habt ihr nichts gesprochen, ihr habt einfach gemacht. End vom Lied. Ja. Ich habe probiert, alles fair zu managen. Ich habe probiert, das wirklich umzusetzen. Auch wenn ich beleidigt war. Tut mir leid, ihr zwei. Ja. Entschuldigung, dass ich euch beleidigt habe. Mit lebensunfähig. Tut mir leid. Entschuldige ich mich. Allerdings, ja, macht euch geschäftlich nicht besser. Tut mir leid. Ist halt einfach so. Und da muss einfach ein anderes Konzept hinten dran. Ja. So, und es muss einfach anders da funktionieren. Ich denke, durch das, dass es jetzt hier mit Cäsar und mit Markus richtig gemacht haben, dass die wirklich darüber nachgedacht haben, okay, das ist wirklich scheiße gelaufen. Das müssen wir jetzt besser machen. Wir müssen uns jetzt besser verkaufen, weil da haben wir es ja verkackt. Die wissen es ja. Jetzt müssen wir uns da anders da beweisen. Sonst fällt es ja auf, dass wir ja die Scheißidioten waren. Sorry, ich meine es nicht so, dass ihr Idioten seid, aber so kann man es denken, weil es ist ja nicht so passiert, hoffe ich doch. Es war jetzt eine Vermutung. Da kann ich das so sagen. So. Tut mir leid jetzt für die weitere Beleidigung. Aber du, ey, jetzt mal ohne Scheiß. Oder? Ohne Mist, ich quatsche jetzt schon wie lange in den. Wegen nix. War noch irgendwas? Will nicht zurück. Nein. Auf gar keinen Fall. Ich bin jetzt beim Dorsten drin. Er ist organisiert. Man stellt sich vor. Und genießt es einfach. Man hat verschiedene Klemmer. Genießt mal. Guck. Und wenn ich irgendwann mal Lust und Zeit habe, werde ich mich mit meinen Moderatoren zusammensetzen. Und dann wird der in einem anderen Stil stattfinden. Dann wird es in einem anderen Stil stattfinden mit dem Discord. Es wird, die Livestreams wird es revolutionieren, weil ihr macht mit in den nächsten Livestreams. Ihr macht mit.
Und ihr könnt dann bei dieser Serie, wir werden eine Serie starten mit Creator 3 in 1 und am Schluss könnt ihr das, was passiert ist, gewinnen. Und ich sage euch eins, wir werden nicht über 10 Euro jetzt reden. Das gewinnt ihr auf jeden Fall. Das geht raus. Definitiv. Mit wem man das, also mit wem man das noch treiben, weiß ich noch nicht. Also wie man das so konstituieren, weiß ich noch nicht. Weil, keine Ahnung. Ich habe die Inu auf jeden Fall schon im Kopf. Auf jeden Fall. Was er da mitzieht. Mal gucken, was wir da noch machen. Werden wir sehen. Ja. Aber es wird geil. Es wird der Hammer. So, dann haben wir überlegt, bei einer Veranstaltung, bei einer Ausstellung auch, aber jetzt ja dieses Jahr komme ich definitiv nicht zu, aber nächstes Jahr werden wir da auch Geld in die Hand nehmen für eine Ausstellung, da für euch was zu machen, dass ihr da auch wieder was gewinnen könnt, aber auch was dafür machen müsst. Und der Beste und der Zweitbeste und der Drittbeste gewinnt was und die restlichen 7 bis Platz 10 kriegen Polybag, so auf die Art. Aber was die ersten 3 Preise sind, wissen wir noch nicht. Allerdings wird es da was für euch geben. Das ist definitiv für nächstes Jahr geplant. Das sind auch für mich Kosten hinten dran. Da muss ich auch mal sparen. So. Und da wird es was zu gewinnen geben. Definitiv. Und es wird auch eine einfache Challenge sein. Mit Überwindung. Die ist auch schon komplett eigentlich durchdacht. Man muss es bloß mal auf zu Papier gehen. Ob man das auch rechtlich darf und. Also, ihr seht schon, es wird schon wieder komisch. Aber es wird auch witzig. Das erheitert. Weil. Angucken kann es sich jeder, aber mal ein bisschen mitmachen, wisst ihr? Da geht's hin. So, jetzt hat kommen wir zum Zille Yogi und mir. Ja, danke für eure Tipps von halt dich fern, pass auf, mach das, Marcel, mach jenes. Ihr wisst, wie ich bin. Ich bin ehrlich, ich bin direkt, ich sag, wie es ist. Ich bin mit dem Jürgen schon öfters aneinander gerasselt. Auf einer sehr guten Ebene. Und zwar, wir haben uns ausgekotzt, einen Tag nicht gehört, nicht gesehen, nichts gemacht. Und dann haben wir den Weg zusammengefunden, weil wir beide gemerkt haben, okay, das war vielleicht ein bisschen drüber, aber bei mir war es auch ein bisschen drüber. Und dann findet man wieder zusammen. Ich habe verstanden, wie er tickt. Ich. So. Ich mag diesen Menschen. Was mir das nochmal mehr bewusst gemacht hat, mit dem Jürgen. Explizit mit dem Jürgen. Ich werde jetzt keine andere weitere erwähnen. Es gab so saloppes Dinge, so nur zwischen Tür und Angel zu dem Thema, aber familiär natürlich ganz anders da, das ist wieder ein ganz anderes Thema. Aber meine Tochter war im Krankenhaus. Hatte eine Operation, ist in eine Narkose gefallen und ich bin ein Mensch. Ich zeige Gefühle, man sieht wenn mir was nahe geht, man merkt, ich werde impulsiv, mir geht's nahe, ich probiere das Ausdruck zu verleihen, ich probiere alles zu erklären, das merkt ihr. Und dann kommt folgender Punkt. Ich bin im Krankenhaus, meine Tochter schläft vor mir ein, natürlich ist es auch eine Angstsituation für sie, natürlich schreit sie in den Vorbereitungsraum, natürlich auch vorne dran das Nervöse mit den Beruhigungstropfen. Aber am Schluss, der Moment der Angst ist so groß für ein Kind und so ungebannt. Ich war einfach dabei. Oh, das geht mir immer noch. Ah, sorry. Und oh. Ich muss noch einen Schluck trinken. Muss noch einen Schluck trinken. Ist das hart. Ist das hart. Tut mir leid. Du hast das hart. Und sie schläft dann vor allem ein. Und jeder Familienvater, wo das schon mal mitgemacht hat, die Szenerie, weiß, von was ich gerade rede. Man ist machtlos. Man kann nicht helfen. Man kann gar nichts. Dein Kind schreit, hat einfach nur Angst. Du bist da, du kriegst die Handdrücke und Kanüle wird gelegt, das tut weh. Und dann kommt das Mittel rein und dann kommt der große Gegner und fällt in sich zusammen. Vorbei ist es.
ihr nehmt das Kind mit dem Arzt, legt es auf die OP-Liege und dann sagen sie, okay, sie müssen jetzt gehen, dann geht's los für uns. Mhm. Harter Moment für mein Leben. Der härteste Moment in meinem Leben. Und dann kommst du hoch ins Zimmer. Frau ist da und. Ja, ist drin. Und der kleine Mann, jo, wach, juhu, und lächelt. Aber ein Moment des Zusammenbruchs von mir. Wo ich jetzt auch mit kämpfe, mit in Erinnerung. Und ich habe zu meiner Frau gesagt, ich brauche jetzt eine Zigarette. Ich gehe jetzt eine rauchen. Was ich in Livestreams eigentlich immer vermeide. Probiere es so weit, wie es geht, vom Außer, es dauert zu lang oder es ist irgendwas zu stressig oder was dann. Aber übliche Ausreden von Raucher. Und wenn du runter eine rauchen, mach dann mein Handy an. Ich bin wirklich so einer, Handy aus. Und ich bin so einer, ja. Auch wenn jemand sagt, ah, Handy aus, ihr könnt es auch lautlos machen und das mal aufbauen. Ich mach's aus. Ich bin wirklich so erstes Reihe Sitzer und ich bin wirklich so. Und Jürgen schreibt. Der Jürgen ist einer, wo schreibt, hey Junge, wie geht's dir? Und dem habe ich mich mitgeteilt. Und da kamen aufbauende Worte, Verständnisworte, wo man merkt, okay, er hat selber schon mal die Situation gehabt. Und der hat gesagt, ich gehe wieder rein, ich weiß noch nicht Bescheid. Und Handy aus, komm zurück und wenn man jetzt, dass ihr das vergleichen könnt, wenn der Jürgen jetzt an mir schreibt, so privat, jetzt halt heute zum Beispiel auf der Arbeit, und ich antworte zum Beispiel gleich, ja und, was, los, hä, was, kein Bock, ah, lass es, okay, leck mich, so auf die Art, so ist er dann, ne? So, das ist aber Spaß. Und irgendwann schreibst du zurück, ja, was ist denn mit dir los, sitzt da wieder irgendwas zu eng, und dann die Reibereien, ne, und dann antwortet er ja meistens nicht, dann schreibe ich genauso zurück, und dann ist das so ein Necken, so ein Lustiges. Aber in diesen Momenten ist der Mann für einen da, ja, er ist ein Freund und hört einem zu und gibt aufbauende Worte, beruhigt einen und geht auf einen ein und hört dir zu. Er hört zu und hört zu, und wenn es 2 Stunden geht, hört er dir einfach nur zu, bis es dir besser geht. Und wenn er merkt, dir geht's besser, der Ballast ist weg, dann geht er zu der normalen Ebene wieder über. Und das kann er, Freunde, das kann er. Und das schätze ich an einem Wert. Und das hat mir gezeigt, hier geht es nicht um Klemmbausteine beim Jürgen und mir, hier geht es um vieles, vieles, vieles mehr. Um vieles mehr. Ja. Ich denke, die Message habt ihr kapiert. Ihr habt gemerkt, mir ist es wichtig, dass ihr Bescheid wisst, wie ich tick, wie ich denke. Es ist für euch keine Herausforderung, jetzt zu sagen, oh, Lesbik ist scheiße. Nein, sind sie nicht. Die haben ihre Art. Und es hat nicht funktioniert. Wir waren nicht kompatibel. Sie haben tolle Menschen um sich rum. Ich war und bin noch zum Teil ein Teil davon. Ja. Ich werde es weiterhin schauen. Ich werde mich weiter angeregt mit denen unterhalten. 100%. Ja. Es ist ein Hobby und das gehört einfach gemeinsam. Ja. Allerdings lasse ich mich da nicht so einfach so an den Pranger stellen in einem 5-Minuten-Video. Ihr merkt durch die Zeit, wo ich mir jetzt genommen habe, dass es mir wichtig ist. Wir sind bei weit über einer halben Stunde. Ich hoffe, ihr habt alle das lang genug geschaut. Ich wünsche euch auch alles Gute. Ich denke, der Jürgen auch. Allerdings, jetzt mit dem neuen Weg, wo ihr geht, geht ihm besser. Geht ihn einfach besser. Ja, Tipp von mir. Ihr könnt es. Ich weiß, dass ihr es könnt. Ich gebe euch mal einen Tipp zu dem Thema Freundschaft. Meine Freunde hören sich von mir sehr viel an. Genauso höre ich mir es von denen an. In einer Art und Weise, wo ich vertreten kann. In einer Art und Weise, wo ich mich nicht verarscht und nicht betrogen fühle. Hm? Habt ihr kapiert? Wenn ich zu meinen besten Freunden, da habe ich nicht ganz eine Handvoll, jeder, wo mehr hat, würde ich mir Gedanken machen. Aber zu meinen besten Freunden zähle ich mittlerweile ein paar,
aber keine Handvoll. Und ich sage zu denen, ey, da bist du voll auf dem Holzweg. Organisier dich mal anders da oder probier mal das und das. Dann will ich sie nicht fertig machen, dann will ich sie nicht haten oder sowas. Ich will sie verbessern. Freunde machen andere Freunde besser. Ich bin nicht dafür da, jemanden glücklich zu machen. Weder meine Frau noch meine Kinder. Die sollen glücklich sein. Die müssen für ihre Glücklichkeit selber was machen. Ja? Wenn ich jetzt weggehe und hole meinem Kind ein Möpfchen, natürlich freut sich das und es ist glücklich. Aber mit materiellen Dingen. Es muss von Haus aus glücklich sein. Mein Kind soll Kind sein. Es soll spielen und soll einfach glücklich sein. Mein anderes Kind auch soll spielen und glücklich sein. Es soll heimkommen, Papa sehen und lachen. Da weiß ich, okay, die Welt ist in Ordnung. Meine Frau, auch wenn es mal stressig ist, aber am Schluss, wenn wir irgendeinen Blödsinn machen und ich merke, da kommt die Neckerei zurück oder sie war jetzt unterwegs und ist einfach nur glücklich, ohne Stress, ohne dass es von mir abhängig ist, machen wir alles richtig. Wenn ich natürlich merke, jetzt sind sie falsch verstehen, wenn ich aber merke, mit denen ist was, probiere ich für die Welt in Ordnung zu rücken. Das ist meine Aufgabe als Ehemann und als Vater, ja, und als Freund. Aber ich bin nicht dafür verantwortlich, dass sie mir glücklich ist. Dafür ist er selber verantwortlich. Ich kann ihm aber dabei helfen, dass das wieder wird, wenn er Probleme hat. In diesem Sinne, langes Video, tut mir leid. Bombt mir das unten drunter jetzt nicht in den Kommentaren so mega voll. Bleibt dort, bleibt hier, das Thema ist beendet. Ich werde dort noch sein. Wahrscheinlich werden sie das auch bei mir noch sein. Vielleicht, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich gehe im Guten auseinander. Gedanklich. Allerdings kam die Nicht-Kommunikation nicht von Haus aus von mir. Mal so viel da dazu. Hätten sie das nicht gesagt, ja, oh, dann wäre das Thema hier niemals von mir passiert. Hätten sie da Stillschweigen gehabt und hätten gesagt, oh, wir machen jetzt einfach was Neues, ging nicht. Wäre das mir viel lieber gewesen, dann wäre ich hier nicht gezwungen gewesen, das zu kontern. Ihr habt angefangen mit der Öffentlichkeit, ich hätte es nicht gebraucht. In diesem Sinne, tut mir leid, war ein hartes Video für mich, richtig hart. Ungeskriptet, frei raus. Sehr privat diesmal, ihr habt sehr an mich rangehen gesehen. Was mir sehr viel bedeutet, habt ihr, glaube ich, gemerkt. Leben und leben lassen, Freunde. Macht so. Macht mal die Augen auf. Ihr seid alle erwachsen. Die meisten auf jeden Fall. Macht's gut.